Hey, filmst du oder was? Hey, gibt es hier etwas zu filmen? Hast du hier etwas zu filmen? Hey, musst du den Scheiß im Fernsehen bringen? Hey, schlag dir deine Hure Kamera kaputt aus so! Wie reagieren, wenn eine Person so auf einen zukommt? Sie alle wollen es wissen, wie sie sich in Zukunft bei solchen Situationen verhalten müssen. Teilnehmer vom Stadtgewaltrundgang treffen auf fiktive Szenen von Gewalt. Sie sind gespielt von Schauspielern und können auf Wunsch wiederholt zurückgedreht oder verändert werden. Es wird immer wieder gesagt, dass Leute nicht eingreifen in solche Situationen, weil sie gleichgültig wird. Ich glaube nicht, dass das so ist. Wir gehen viel mehr davon aus, dass Leute nicht eingreifen, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie sich unsicher fühlen. Und das ist auch verständlich, weil niemand hat die Möglichkeit, das so richtig zu üben. Immer dann, wenn man eine Situation herläuft, ist immer gerade schon ernst. Und der Stadtgewaltrundgang, der gibt den Leuten die Möglichkeit, ein Gefühl für solche Situationen zu entwickeln, eigene Strategien auszuprobieren und dabei zu merken, wie das wirkt. Drei verschiedene Szenen sind gespielt worden. Unruhestiftung und Sachbeschädigung von Jugendlichen, eine Schlägerei oder eine Anmache, wo zwei Männer im Bus eine Frau belästigen. Jetzt ist das Publikum an der Reihe. Sollen wir den Chauffeur zur Hilfe holen oder selber eingreifen? Teilnehmer haben sich mit interessanten Ideen zur Wehr gesetzt und haben so den Verlauf des Angriffs komplett verändert. Das Präventionsprojekt stösst bei Jung und Alt auf Begeisterung. Ja, ich finde es gut, dass man Situationen mal durchspielen kann, dass wenn ein Ernstfall ist, dass man auch dementsprechend reagieren kann. Oftmals ist man sonst einfach überfordert in dieser Situation und macht gar nichts. Schaut nur, dass man möglichst schnell wegkommt. Und durch das, dass ich jetzt da doch zweimal dabei war, denke ich, würde ich vielleicht schon etwas anders an so eine Situation annehmen. Man erfährt sich selber und das tut sehr gut. Dann merkt man, wie man reagieren würde. Und man hat einmal ein Umfeld, ein geschütztes Umfeld und kann dann besser sich einordnen. Auch. Ich habe gemerkt, ich kann selber die Möglichkeit, ich kann eingreifen und kann auch etwas machen, wenn es nötig ist. Ja. Und genau das ist das Ziel der Veranstaltung, die Förderung der Zivilcourage. Teilnehmer sollen sich in Zukunft bei Gewaltsituationen besser zurechtfinden und sich trauen, einzugreifen und Opfer zu beschützen. Im Prinzip ist der Hintergrundgedanke, auch das ein bisschen praktisch zu üben und nicht in einem Theoriesaal. Darum eben diese verschiedenen Situationen mit etwa 30 bis 40 Teilnehmern, wo man auch zum Zoo kommt. Und man will die Leute sensibilisieren, einerseits auch zivilcouragiert einzugreifen, wenn etwas passiert, aber sich gleichzeitig eben auch nicht selber in Gefahr begeben. Auch der Quartierverein Schwammedingen, der das Projekt mit unterstützt, ist überzeugt, dass man den Leuten auf diese spielerische Art und Weise kann vorbeibringen und die Angst nehmen kann. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir im Quartier festgestellt, dass wir plötzlich ziemlich viel Vandalismus haben und auch Gewaltvorfälle. Das ist unterdessen wieder abgegeben, also wir sind wieder ganz auf dem normalen Level. Aber das hat den Anstoss gegeben, dass wir uns im Quartier gesammelt haben und einmal überlegt, was könnten wir machen, um da Prävention zu machen, dass wir da nicht schutzlos ausgeliefert sind. Es ist uns im Quartier Schwammedingen ganz, ganz wichtig, dass wir da proaktiv etwas machen. Der alte Knacker hat mir voll auf den Arsch gekauft! Er geht eigentlich noch. Wir haben darum noch das Abziehbild. Hey, mach jetzt nicht aus dir ein Abziehbild, du Wichser! Hey, hau ab, Mann! Wegen der grossen Nachfrage sind weitere Stadtgewaltrundgänge in Planung. Die nächsten werden in Seebach, in Affoltern und in Oerlikon stattfinden. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 044 411 74 02. Nehmen Sie mit! Hopp, 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 komm!